Viele Menschen glauben, dass man als Permakulturist, Selbstversorger oder auch Gärtner im Garten nichts mehr zu tun hat. Und vorneweg, die Leute haben keine Ahnung, was sie da reden. Das ist eine Lüge. Man hat genug zu tun, auch im Winter. Und das sind halt die überwiegenden Aufgaben, die Sachen, die man halt im Sommer nicht geschafft hat. Die haben sich dann verlagern sich sozusagen im Winter. Und im Winter hat man dann auch sehr viele Aufräumarbeiten, Reinigungssachen, Aufräumarbeiten, Planungen. Auch für die Vorbereitung fürs kommende Gartenjahr, damit es auch erfolgreich wird. Von daher mal ein paar Sachen aufzählen, die ich jetzt noch im Winter machen werde. Vielleicht habt ihr noch nicht daran gedacht, vor allem für Anfänger nochmal so im Hinterkopf behalten, was man danach alles machen kann, damit das nächste Gartenjahr ein voller Erfolg sein wird. Dann kommen wir zum wichtigsten Punkt im Garten, und zwar das Saatgut, denn ohne richtiges Saatgut keine gesunden Pflanzen und ohne gesunde Pflanzen keine richtige Ernte und dementsprechend auch wieder keine neuen gesunden Pflanzen, wenn ich das Saatgut nicht von diesen Pflanzen nehmen kann. Ein schöner Kreislauf, und deshalb widmen wir uns gleich den Saatgut bzw. dem Saatgutmanagement. Ich habe jetzt über das ganze Jahr hinweg bei mir verschiedenes Saatgut wieder genommen zum Vermehren, damit ich einerseits wieder gesunde, neue, junge Pflanzen ziehen kann, die sich auch wieder auf meine Umgebung angepasst haben, und natürlich auch für euch auf meiner Saatgutliste, dass ich die verschiedenen Sorten habe, damit ich auch euch mit altem bzw. auch mit robustem Saatgut versorgen kann. Schaut auch gerne auf meiner Saatgutliste vorbei, habe ich genug dann Tomaten, Melonen, Gurken und so weiter. Jedenfalls ist es so, dass ich die in Briefumschlägen abgepackt habe und einfach in eine Kiste, sagen wir mal so, einfach querbeet sortiert habe, also sie haben keine richtige Ordnung, und da werde ich es jetzt so machen, dass ich jetzt da einfach mal schaue, okay, von welcher Kultur, von welchen Sorten habe ich denn noch jetzt genug Saatgut genommen, von welchen nicht, und da werde ich dann erstmal das schauen, während ich das halt alles sortiere nach dem Alphabet, damit ich halt eine bessere Ordnung habe, damit ich, wenn ich dann auch Saatgut verschicken möchte, das dann gleich ohne viel Zeit zu verschwenden raussuchen kann, abpacken kann und gleich wegschicken kann. Also für diejenigen, die halt auch sowas machen wie Saatgut wegschicken in größeren Maßen, einfach mal sich eine gewisse Ordnung machen, dass man halt das ganze Zeug gleich da findet und sich da auch einen gewissen Stauraum sucht. Also ich werde es halt so machen, dass ich zum Beispiel die Tomaten in eine Kiste tun werde, die Gurken in eine Kiste, die Melonen in eine Kiste und so weiter, dass ich halt dann kistenweise das so habe, ein bisschen beschriften auch natürlich und dann halt an einem bestimmten Ort da, wo ich es halt weiß, verstauen werde. Kühl- und lichtgeschützt werde ich das ungefähr machen. Und da schaue ich dann auch gleich, ob das Saatgut bzw. die Sorte mir getaugt hat, ob die Ernte erfolgreich war oder nicht, oder ob ich sie nächstes Jahr anbauen möchte oder nicht, und wie sie auch zum Beispiel bei meinen Kunden angekommen ist, die ganzen Sachen. Und dementsprechend schaue ich dann, ob ich dann diese Kultur, diese Sorte nächstes Jahr anbauen möchte oder ob ich sie einfach rauswerfe. Und dann schaue ich mir auch, okay, da habe ich jetzt einige Sorten rausgenommen, mache vielleicht neue Experimente, schaue im Internet nach, kaufe mir vielleicht neues Saatgut, was ich ausprobieren möchte, was vielversprechend sein könnte, und so mache ich dann meine Organisation. Also ich schaue, was schmeiße ich raus, wie sortiere ich mein Saatgut, was kaufe ich mir neu, und man muss sich das auch nicht unbedingt neu kaufen. Man kann sich auch das Saatgut ertauschen, gibt ja genug Tauschgruppen, Tauschbörsen. Was ich jetzt auch mache, beziehungsweise wo ich auch mit dabei bin, ist bei der Saatgutbox, die Waldgeister, ist der Permakulturverein hier auf YouTube zum Beispiel, werden wahrscheinlich einige von euch kennen, die machen wieder so ein Böckchen für die Mitglieder, wo seid ihr Saatgut miteinander oder gegeneinander austauschen, wo halt jeder was rausnimmt und dann der andere dann was wieder hinzulegt. Ist für Vereinsmitglieder, ich darf da mitmachen aufgrund meines Projektes und weil ich halt sehr zuverlässig bin. Danke Daniel für dieses Vertrauen. Nice. Und wer da mitmachen möchte, der kann sich da auch gerne bei den Waldgeistern melden. Ich werde das auch unten in der Videobeschreibung verlinken, wo man sich da eintragen kann, Vereinsmitglied werden und da einfach mal da schauen, ob man da sich Saatgut ergattern kann. Ich werde da einiges mit reinlegen. Ich bin auch der Erste, der das Paket bekommt. Der Herbst und der Winter ist ja auch die Zeit, wo man mehr in der Werkstatt zum Beispiel geht und dort zu arbeiten, weil draußen ist es ja nass und kalt und es ist sehr unangenehm draußen zu arbeiten. Und genau die Zeit kann man auch nutzen, um halt für die Artenvielfalt da zu sorgen, beziehungsweise für die Tiere in der Natur ein Zuhause zum Beispiel zu machen. Das heißt, man kann eigene Nistkästen bauen, wenn man möchte. Eigene Insektenhotels, habe ich auch schon Videos dazu gemacht, und es gibt auch Tonnen Videos auf YouTube. Und man kann also jetzt einfach die Zeit halt nutzen. Die Insekten sind zurückgezogen, die Vögel sind zurückgezogen. Bevor die Vögel dann nach neuen Nisthilfen suchen im Frühjahr, kann man dann schon mal anfangen, sich neue Nistkästen
zu bauen und dann auch planen, wo setze ich die hin oder wo mache ich die überall hin. Muss ja nicht unbedingt im eigenen Garten sein, man kann vielleicht einen Nachbarn fragen oder die Gemeinde, ob man an öffentlichen Plätzen das machen kann. Insektenhotels auch bauen, vielleicht auch für die Familie dann gleich mit was machen. Oder man überlegt sich einfach, wo kann ich mir gute Insektenhotels kaufen, hol die mir, wenn ich Zeit sparen möchte und schau dann, wo ich sie dann hinmachen kann und baue sie und tue sie dann sozusagen an die Stelle anbringen und einfach für die Tiere da mitsorgen. Das gleiche kann man jetzt auch mit Totholzhecken zum Beispiel machen oder Steinhaufen oder irgendwie Gestrüpp, dass man sich da überlegt, wo kann ich die Sachen machen für Insekten, für Tiere, für Kleinsttiere, für Igel, sowas, wo halt ich wilde Naturecken machen kann, also zum Beispiel Totholzhecken oder zum Beispiel ein Steinhaufen oder die Planung von einem Teich, wo ich möchte ich den vielleicht anlegen, was brauche ich dafür. Also solche so einfache Planungssachen, damit ich halt die Artenvielfalt bei mir im Garten erhöhe und zusätzlich dadurch mich unterstütze im Anbau, weil dadurch, wenn ich die Artenvielfalt erhöhe, ich ein besseres Gleichgewicht habe und nicht unbedingt an Schädlinge kommen, die meine ganze Ernte abfressen. Weil wir gerade bei den Totholzhecken zum Beispiel waren, und dafür braucht man ja auch Totholz, das heißt Astrückschnitte von zum Beispiel Nachbarn oder von der Gemeinde, was man sich ja auch immer gerne holen kann. Habe ich auch schon jedes Mal in meinen Videos gesagt, dass man das machen soll, bevor die Leute deswegen wegfahren. Und das Zeug kann man natürlich auch gut häckseln und damit zum Beispiel Wege anlegen, Kompost machen, mit reinmischen, mulchen, damit halt zum Beispiel ihr Pilze bei euch im Garten mit ansiedelt. Also häckseln kann man auch ziemlich gut machen. Jetzt ist auch die Zeit, um seine Bäume zum Beispiel zurückzuschneiden. Und ich nutze auch immer gerne die Zeit im Herbst, Frühjahr und also die Zeit zwischen Herbst und Frühjahr, dass ich da mir Quellen für organisches Material suche. Also woher bekomme ich zum Beispiel mein Laub? Ich rede da mit Nachbarn, Grüngutstelle oder sowas, besorgt mir Laub, woher bekomme ich meinen Mist, woher bekomme ich meinen Astrückschnitte zum Häckseln, also wo bekomme ich die ganzen Sachen her, damit ich halt immer stetig organisches Material habe, Biomasse, um halt einerseits meine Beete zu mulchen und auch zum Beispiel Kompost anzulegen. Das ist jetzt auch die Zeit, um Kompost auch zu machen, Herbst, Winter, Frühjahr. Wo lege ich den Kompost an? Wie lange lasse ich den liegen? Umsetzen, was nicht und sich halt da einfach mal ein bisschen informieren, dass man seine eigene Kompostwirtschaft mit anlegt, damit man halt diesen Kreislauf auch aufrechterhält und sich nicht unnötig immer neue Erde kaufen muss oder nur unnötig neuen Dünger und sich so dementsprechend Geld spart und den eigenen Kreislauf bei sich selber lässt. Selbstverständlich ist es auch sehr wichtig, seine Gartenutensilien zu pflegen. Das heißt, man macht halt so einen Allround-Check. Also funktionieren die Gartengeräte denn noch? Sind sie okay? Ist da vielleicht ein Griff abgebrochen? Ist da irgendwas locker, wackelig? Muss ich da irgendwas reparieren? Oder muss ich mir da irgendwelche neue Gartengeräte kaufen? Wichtig auch, schaut, dass ihr eure Gartensachen sauber macht, also von der Erde befreit und nicht einfach dreckig irgendwo in den Schuppen zurücklegt. Sauber machen und schaut, dass ihr nicht unbedingt dann irgendwo anfangen zu rosten. Also pflegt die ganzen Sachen gut. Und wenn ihr halt dann irgendwas kaputt ist, dann schaut, dass ihr auch rechtzeitig neue Gartengeräte zum Beispiel kauft. Also was ich sehr empfehlen kann, ist die Broad Fork, also eine Doppelgrabgabel zum Beet auflockern, werde ich auch unten in der Videobeschreibung verlinken, wo ihr euch auch selbst eine anschaffen könnt. Ist wirklich ein Gartenutensil, was in einem Permakulturbereich nicht sehr praktisch ist. Zum Auflockern der Beete ist sehr einfach, muss man sich nicht immer so bücken für die Leute, die halt zum Beispiel Rückenprobleme haben. Zusätzlich auch, schaut bei euren Folientunnel oder auch im Gewächshaus, dass da auch alles super ist, dass da alles intakt ist. Da passiert es zum Beispiel bei mir immer wieder mal, dass eine Folie irgendwie kaputt geht oder ein kleines Loch hat oder ein Riss hat oder das Gewächshaus da irgendwie mal was abbekommen hat und da vielleicht das ein bisschen spröde geworden ist. Also schaut, checkt einfach die ganzen Sachen ab. Oder auch jetzt haben ich und mein Vater die große Regentonne von uns, wo 2000 Liter reinpassen, haben wir umgestellt aufgrund von zukünftigen Malarbeiten. Und da haben wir dann auch versehentlich die Teichfolie gesehen, dass die Löcher hat. Das heißt, wir müssen uns jetzt da überlegen, wie machen wir das jetzt, wie möchten wir es neu umbauen. Neue Folie, IBC-Tanks und solche Gedanken und Überlegungen haben wir halt einfach. Schauen, okay, dass wir das jetzt rechtzeitig machen, dass wir das reparieren, dass wir das jetzt nicht unbedingt in der Hochsaison, dann im Sommer und im Juni machen, zum Beispiel Juni, Juli, August, wo wir eh keine Zeit haben und wahrscheinlich wir auf diese Sachen auch angewiesen sind. Also jetzt schauen, reparieren, aufmotzen, was brauche ich nicht. Und auch hier zum Beispiel die Vorbereitung mit dem Wassermanagement, vielleicht neue Regentonnen aufstellen, IBC-Tanks sich besorgen, dass man da nochmal zusätzlich Wasser abfängt, damit sowas wie jetzt mit der Trockenzeit nicht passiert, dass man dann Scheiße, kein Wasser mehr und ich komme da jetzt, meine Pflanzen gehen ein, dass man das sowas auch vermeidet.
Der Winter ist auch die Zeit, um seine Beete vorzubereiten, beziehungsweise sich neue Gedanken zu machen, welche anzulegen. Also Wintervorbereitung habe ich ja auch schon ein Video gemacht, werde ich auch unten wieder verlinken, beziehungsweise in der Infokarte. Also auch da gerne vorbeischauen, wie man seine Beete zum Beispiel vorbereitet und winterfest macht. Und bei mir geht es auch um den anderen Punkt, neue Beete anlegen, wenn man jetzt noch genug Platz hat und möchte jetzt schauen, okay, ich möchte jetzt ein neues Hochbeet anlegen, wo baue ich das jetzt hin, wo kann ich jetzt neue Beete anlegen, was kann ich denn da drauf pflanzen, wie viel Sonne bekommt es, wie schaut es im Winter aus, welche Kulturen kann ich da einpflanzen, wie sind die Bodenverhältnisse, dass man sich solche Gedanken macht, auch ob welches Beet ich anbauen möchte, Hügelbeet, Mandala-Beet und so weiter. Also gibt ja viele verschiedene Beetarten, was man da alles machen kann, man muss halt nur kreativ sein, findet man viele Sachen, was man machen kann, auch die sehr interessant auch sind. Und sonst, wenn ihr schon genug Beete habt und ihr habt keinen Platz mehr im Garten, könnt ihr auch nochmal zusätzlich mit der Beetplanung beschäftigen. Also wenn ihr zum Beispiel eine vier Felderwirtschaft habt, wo pflanze ich jetzt wieder neue Sachen hin, damit der Boden auch eine gewisse Abwechslung hat und ich nicht jedes Jahr immer das Gleiche auf die gleiche Stelle zum Beispiel anpflanze, sondern auch immer eine gute Mischung mache. Und auch wieder da, wie beim ersten Punkt mit dem Saatgut, welche Pflanzen möchte ich neu anbauen, welche nicht und wo können die dann am besten hinkommen, wo habe ich denn Platz denn für die, wenn ich auch neue Experimente habe. Also hier Beetplanung machen und sich auch Gedanken machen, wie ich das gestalten möchte. Checkt auch regelmäßig euren Wintervorrat, also sowohl das ganze Eingekochte, was ihr bei euch zum Beispiel im Keller im Haus habt, als auch das ganze Obst und Gemüse, wie zum Beispiel Lageräpfel, Topinambur, Mohrrüben, rote Beete. Das einfach das Abchecken. Einerseits zum Beispiel bei den eingekochten Sachen kann es mal passieren, dass vielleicht es nicht richtig eingekocht worden ist oder die Deckel aufgesprungen sind. Zum Beispiel beim Sauerkraut kann es mir manchmal auch passieren bei Fermentation, dass es dann mal durch den Unterdruck aufspringt. Und dann, wenn man dann nicht, sagen wir mal, alle 2 Tage mal kontrolliert, dann setzt sich da sehr schnell Schimmel an. Und vor allem bei eingekochten Sachen sollte man da ein bisschen aufpassen. Wenn die Sachen schlecht sind, dann kann man sich auch Lebensmittelvergiftungen holen. Also da auch aufpassen, immer gründlich checken und kontrollieren, dass auch alles ordnungsgemäß da passt. Und wer auch seinen Wintervorrat zum Beispiel aufstocken möchte, ich biete auch meine Permakultur, biete ich da viele verschiedene Sachen an. Sauerkraut, mit rote Beete reingeschnitten, fermentierte rote Beete, Tomatensoßen, auch in verschiedenen Varianten, Apfelmus. Also schaut da einfach gerne unten in der Videobeschreibung vorbei, bei meiner Webseite unter den Produkten, könnt ihr auch einfach mal schauen, wie ihr euren Wintervorrat aufstocken könnt, wenn ihr da nicht die Möglichkeiten habt. Und sonst dann auch weitergehend mit den Obst und Gemüse zum Beispiel, einfach gucken, okay, werden die jetzt schon schrumpelig, müssen die schnell verzehrt werden, fangen die dann auch an zu schimmeln, vor allem wenn man einen Apfel hat, der ist mitten in der Kiste drin und der fängt dann an zu schimmeln. Da hat man dann vielleicht dann das Problem, wenn er in der Mitte ist, dass er auch andere sozusagen mit dem Schimmel ansteckt und dann schimmeln nicht nur der eine Apfel, sondern mehrere Äpfel. Ist dann sehr ärgerlich, das Ganze dann wegzubekommen. Und schaut auch da wirklich, dass die ja ordnungsgemäß gelagert werden. Also das heißt, dass es auch trocken ist, nicht zu feucht, dass es dann nicht deshalb anfängt zu schimmeln. Zum Beispiel bei Wurzelgemüse schaut, dass die getrocknet sind, aber auch Erde ein bisschen dran ist, also nicht abwaschen, dann sind sie länger lagerfähig. Wurzel vielleicht noch ein bisschen abklopfen, um die größeren Brocken runterzubekommen. Bei Äpfel eignet sich zum Beispiel die in einer Holzkiste schön zu nebeneinander zu reihen. Dann halten die auch recht lange, kann man ja auch nochmal ein bisschen kühl stellen. Also da einfach gucken, wie lagere ich die Sachen am optimalsten, damit ich länger davon was habe und dass sie mir nicht zu schnell kaputt gehen. So. Und der letzte Punkt, auf den ich eingehen möchte, ist die Voranzucht. Da kann man sich jetzt auch schon mal Gedanken machen. Gibt ja genug Leute, die können es ja nicht abwarten und denen brennt es ja in den Fingern, dass man schon im Januar, Februar voranziehen möchte. Ich mache das auch schon im Januar und im Februar. Auberginen, Paprika und später dann auch die Tomaten im Februar. Einfach aus dem Grund, weil ich ja hier es etwas größer habe. Ich habe hier einen Folientunnel, wo ich schon im April meine Sachen raussetzen kann. Ich muss auch noch ein paar Pflanzen verkaufen und ich möchte auch eine entsprechende Größe haben. Und das ist halt auch für die Leute auch ein wichtiger Punkt, die halt jetzt zum Beispiel Market Gardening betreiben, eine Gärtnerei haben oder halt einfach eine erfrühte Ernte auch mit einfahren möchten, natürlich auch mit den entsprechenden Risiko und Kosten auch verbunden. Heißt, man sollte sich auch ein bisschen bewusst sein, wie viel Energie das ungefähr kosten könnte. Die entsprechenden LED-Lampen zum Beispiel auch besorgen, weil ich auch unten in der Videobeschreibung wieder welche verlinken, die ich zum Beispiel nutze und die ich auch für gut erachte. Weil es halt sehr wichtig ist, damit die Pflanzen zum Beispiel nicht vergeilen, wenn die nicht genug Licht haben und es auch viel zu warm ist und auch wieder das Lichtverhältnis, wie gesagt,
berücksichtigen, wie warm ist es im Raum, wo habe ich denn Platz für meine Pflanzen, wie viele Pflanzen möchte ich denn vorziehen, was kann ich denn alles vorziehen, also dass ich einfach solche Gedanken auch mitmachen, die kann man sich jetzt auch schon mal machen, wenn man dann schon recht neu zum Beispiel mit dem Gärtnern anfängt. Das sind die Aufgaben, die mir jetzt eingefallen sind, die man über den Winter machen kann. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ich etwas vergessen habe, einfach zur Ergänzung auch. Wenn wir vielleicht noch andere Leute einen kleinen Impuls haben, was sie noch alles machen können. Jedenfalls, wie gesagt, am Anfang, die meisten Leute wissen nicht, was man alles noch im Garten zu tun hat, beziehungsweise als Gärtner, Selbstversorger oder Permakulturist, die meisten wissen es halt einfach nicht. Und das ist einfach auch eine kleine Vorstellung, auch besonders für die Anfänger, was man noch alles so machen kann. Ist auch ein Fulltime-Job, wenn man es auch richtig machen möchte, wenn man das professionell macht. Zum Beispiel im Market Gardening-Bereich, solidarische Landwirtschaft. Klar, ist halt anders so, dass man im Winter vielleicht ein bisschen mehr Puffer und Zeit hat auch für andere Dinge, die man machen möchte. Sonst schaut auch gerne auf mal andere Videos von mir und meinem Kanal rein, zum Beispiel Krisenversorgung mit Sprossen, werde ich auch in der Endkarte zum Beispiel verlinken. Gerne auch auf meiner Webseite vorbeischauen. Da biete ich auch zum Beispiel Kurse an, meine 42-Tage-Stunde, den Einstieg in die Permakultur zum Beispiel oder auch für Fortgeschrittene mein Coaching, Einzelcoaching, Gruppencoaching oder Monatscoachings, einfach damit ihr euch Zeit spart und hier einen Einstieg in die Selbstversorgung in die Permakultur gewährleisten könnt. Ist in der jetzigen Zeit wichtiger denn je, wie ich finde. Ihr könnt auch gerne auf meinem Telegram-Kanal vorbeischauen oder auch in meiner Telegram-Gruppe, wo wir uns auch regelmäßig austauschen, wo ich nochmal zusätzliche Inhalte mit poste. Ich habe auch Instagram, TikTok habe ich auch jetzt neuerdings, wo ich auch immer wieder weitere Kurzvideos hochlade. Das sind die gleichen, wie ich die auch auf YouTube hochlade. Also auch da gerne vorbeischauen, Social Media abchecken, Webseite abchecken, wisst ihr alles Bescheid. Gerne auch meinen Kanal finanziell auch unterstützen, PayPal, Patreon, Bankverbindungen, damit ich weiterhin für euch diese Videos machen kann, damit ich hier diesen Mehrwert für euch noch zusätzlich gewährleisten kann. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin.